Hi. So, diesmal habe ich es überall geteilt. Diesmal habe ich es sogar auf YouTube geteilt. Ich hoffe, jeder hat jetzt gesehen, dass wir live sind. Weil ich gestern wieder angemeckert wurde. Ja, die Leute, die Facebook und Twitter nicht haben. Die können doch gar nicht diesen Stream sehen. Die wissen doch gar nichts davon. So. Und ihr dürft nebenbei noch mal kurz sagen, ob das von der Einstellung so in Ordnung ist. Von der Lautstärke. Noch mal kurz, gucken. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall auch schon mal. Das Gamepad. Wenn oben und unten funktioniert, funktioniert alles. Jan hat gesprochen. So. Ja, Mods sind genug da. Ich sehe da eine Wall von Mods. Wenn ich das mal hier so reinzeigen darf. Das ist die Mod-Wall. So, mal richtig hinsetzen hier. Und ich wollte noch was anderes mal gucken. Man kann ja... War das das hier? Man kann ja mit dem Donation-Tracker machen, dass da ja quasi die letzten Spender immer hin und her gezeigt werden im Stream. Das sehe ich ja halt bei Emero und Decay ja immer. Wo genau geht das? Ich probiere mir gerade mal so ein kleines bisschen aus. Zeigt das jetzt hier irgendwo an? Ich weiß, irgendwie ging das. Ich weiß nur nicht mehr wo. Da? Nee. Ich müsste mir das mal auf der Seite mal genauer anschauen. Könnte ich auch einfach mal so quasi hier, weiß nicht, Moment. Plopp. Irgendwie das ein bisschen weiter hochschieben und das irgendwie dann hier unten durchlaufen lassen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich da mal informieren. Informing. Ich werde gleich nochmal kurz zusammenfassen, was alles gestern geschehen ist. Für alle, die den gestern verpasst haben. Wobei, der von gestern wird sowieso ab heute dann auch wieder auf YouTube landen. Von daher, alle Streams, soweit es geht, sobald da irgendetwas Interessantes passiert, kommen auch auf YouTube. Aber ich werde es nochmal zusammenfassen. Solange ich das auch noch alles selbst im Kopf habe, was denn da passiert ist. Es ist viel Unsinn passiert. Tod und Verderben, das passt sogar ganz gut. Es ist wirklich Tod und Verderben geschehen. Aha. So. Ich finde das gerade sehr interessant. Ich habe gerade dadurch, dass ich nochmal kurz meinen Stream aufgemacht habe, den Stream auf einmal rausgeploppt und einmal hier nochmal im Fenster drin. Und Exakun hat da zwei verschiedene Schriftfarben. Einmal grün und einmal Hautfarben. Wie machst du das, Exakun? Wie hast du zwei Schriftfarben gleichzeitig? Er ist ein Zauberer. Er ist der Zauberer der Farben. So, ich denke mal, wir warten wieder bis 5 nach. Können dann loslegen. YouTube! Ah, kenne ich nicht. Ja, Exakun ist ein Chamäleon. Genau, das können wir gleich auch immer wieder sagen. Man bräuchte jetzt echt so ein, ich hätte jetzt echt so ein Nightbot haben müssen. Einfach mal immer wieder, dann einfach, keine Ahnung, Ausrufezeichen, Pern hinschreiben und dann die Regeln stehen unten. Da, also, doch, für euch, da. Da, ungefähr auf Höhe meines Fußbodens.
Vielleicht sogar des Erdgeschosses. Wir können ja schon mal anfangen. Also, wir gehen nochmal die Regeln durch. Für die, die gerade neu sind. Für alle erst einmal, alle Regeln stehen unter dem Stream. Es steht auch extra im Titel, alle Regeln stehen unterm Stream. Also, erst einmal, natürlich die normalen Nuzlocke-Regeln. Jedes besiegte Pokémon ist besiegt, es kommt nicht mehr wieder. Ausnahme, wir brauchen den Fall im Sklaven, und das ist jetzt gerade sogar der Fall. Wir brauchen ja, das ist die einzige Stelle im gesamten Spiel, wo man zwingend nicht VM braucht. Und dafür mussten wir halt jetzt schon mal unser totes, wie ist es nochmal? Unsere Lea, Kecleon, genau. Und das liebe unser totes Kecleon, mussten wir nochmal ins Team holen. Zeig mal das aktuelle Team. Gleich. Also, jedes besiegte Pokémon ist besiegt, kommt auf eine Friedhofsbox. Einfach mal, damit wir nachher sehen können, was alles da ist. Es darf nur mal das erste Pokémon gefangen werden. Das ist auch klar. Bei doppelten Pokémon, wobei ich nicht glaube, dass das passieren wird, darf man auch nochmal suchen. Jedes kann einen Spitznamen bekommen oder soll einen Spitznamen bekommen. Wie gesagt, dann nochmal die VM-Sklaven. Die Randomizer-Regeln. Alle Pokémon sind gerandomized. Alle Pokémon, die ich wild finde. Alle Pokémon der Trainer. Alle. Auch die Geschenken, glaube ich, sind gerandomized. Die Movesets sind komplett random. Wir haben hier ein Föhnontor mit Steinwurf. Ich glaube, das kann es normal nicht lernen. Oder wir hatten teilweise ein Yugong mit Zeitenlärm. Die TMs und Kompatibilitäten. Auch die VMs. Gut, die VMs sind nicht gerandomized, aber die Kompatibilitäten sind random. Wir haben TM. Was haben wir bekommen? Ich sehe es gleich nochmal. Und alle Items, die auf dem Boden liegen oder Pokémon tragen können, sind random. Es ist alles random. Der ganze Stream ist random. Außer die Empfang-Tutorial. Nur die sind nicht random. Genau. So, unser Team. Team. Das ist eigentlich nur tot. Das ist eigentlich nur für den Zerschneider gerade da. Unser Team besteht zurzeit nur aus Frostbrand. Frostbrand ist unser Flammkörper für Nontor mit Steinwurf. Genau, Schattenstoß haben wir als TM bekommen. Schattenstoß, Zornklinge und Horrorblick. Das ist unser Starter gewesen. Wir haben auf der ersten Route Chance auf ein Panzeron gehabt, aber dann ging uns die Bälle aus. Auf der zweiten Route hatten wir Chance auf ein Smetbo, aber das haben wir getötet. Und dann haben wir hier das Kecleon bekommen, was uns dann im Kampf gegen Charon gestorben ist. Das ist nebenbei der zweite Versuch. Der erste ist auch an der Stelle gescheitert. Da hatten wir Yugong. Nee, Yugong ist uns leider gestorben. Stimmt ja. Wir hatten eine Chance auf einen Mantax. Wir hatten als Starter ein Petsneef. Und wir haben hier einen Ursaring bekommen. Und keiner konnte Zerschneider. Und der Chat hat gewählt. Es war sehr knapp. Etwas mehr als 50-50. Dass wir statt einen VM-Sklaven zu fangen, einfach die ganze Randomizer resetten. Und hier stehen wir nun. Und steigen diesen dummen Baum weg. Der uns schon einen Run gekostet hat. Blöder Baum. Oh, Black, suchst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Ja. Ich würde jetzt am liebsten Lea direkt weglegen. Aber... Das zählt als Routen-Pokémon, da wir es hier geschenkt bekommen haben. Du hast das auch gerade Geräusch in dieser Wand gehört? Lass uns nachsehen gehen. Okay. Also sollte Föhnontor jetzt auch besiegt werden, ist die Nuzlocke natürlich vorbei, weil Lea zählt jetzt nicht mehr als kämpfendes Pokémon. Hey, warte! Da haben wir ja ein Somniarm! Los, Stoß, Stechel, dann traumt uns da aus! Moment mal! Moment mal! Bell Attorney! Wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, um den armen Pokémon von dem Joch des törichten Menschen zu befreien. Wir sind Team Plasma! Und was wir hier machen? Die Pokémon Somniarm und Somnivora stoßen den sogenannten Traumdunst aus, der allerlei Träume beschert. Mit diesem Traumdunst werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle ihre Pokémon freilassen. Geduff. Hey, was wird's mit dem Traumdunst?
Tritt ihr das Pokémon immer, damit es den Traum das absondert? Wie grausam! Wieso tut ihr so etwas? Ihr seid doch auch Trainer! So ist es, wir sind auch Pokémon-Trainer. Ja, das ist quasi. Wir kämpfen, um die Pokémon zu befreien. Das ist zwar nach dem Motto: Wir benutzen Krieg, um Frieden zu bekommen. Das ist unsinnig! Macht's wie Gandhi! Der hat sich hingesetzt! Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wie befreien wir die Pokémon? Indem wir Kämpfe gewinnen und den Trainern ihre Pokémon wegnehmen. Genauso werden wir auch euren Pokémon die Freiheit schenken. Ah, ihr Black, Hilfe! Wieso fangt nicht einfach damit an, euren eigenen Pokémon die Freiheit zu schenken? Das würde mir viel Probleme ersparen. So, Rich Boy. Okay. Alle Plasma-Leute sind nun Rich Boys. Wobei, Moment, die haben auch alle den gleichen Namen, ne? Da muss ich gleich nochmal auf den Namen achten. So, wir machen einfach einen Steinwurf. Wow. Du kannst kein Geld delegat. Boah, machen wir mal einen Stoß. Möglichkeit, wie viel das abzieht. Genug. Rich Boy Rüpel. Stimmt, der Name ist ja. Team Gandhi confirmed von Z. Hast du den Kampf gegen ein Kind auf die leichte Schulter genommen? Wie du was? Jetzt komm ich! So, Rich Boy Rüpel setzt Kleinstein ein. Oh, wie war das? Stein auf Stein? Mauer ich dich ein. Nein. Stein auf Stein war, glaube ich, neutral, aber Stein auf Boden ist leider nicht sehr effektiv. Ja. Himmelsfeger! Ist klar! Da muss ich Schattenstoß einsetzen. Das trifft es wenigstens neutral. Ja. Jo, Himmelsfeger. 10 KP, okay. Team Rich Boy. Lebensstärke. Oh nein. Echt? Musst du meine Genauigkeit senken? Natürlich treffe ich dann. Erster Himmel. Das ist so ein. Das ist so eine Pokémon-Sache, ne? Man braucht die Genauigkeit nur ein einziges Mal zu senken. Und schon trifft die nächste Attacke, die nächsten beiden Attacken einfach nicht mehr. Man darf bedenken, Genauigkeitssenkung ist um 13%, glaube ich, ungefähr, oder 16% so in dem Dreh. Das heißt, mein Schattenstoß hatte gerade eine Trefferquote immer noch über 80%. Ich habe mit über 80% zweimal daneben gehauen. So. Das gibt's nicht. Wir haben beide verloren, aber wir brauchen diesen Traumnutz unbedingt. Doof. Mit meinem Schlüssel hätte ich den Traumnutz aus. Hör schon auf! Was soll das, wenn das hier fertig? Was soll das werden, wenn es hier fertig ist? Hm. Wir von Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der entwürdigten Knechtschaft zu befreien, die ja ihnen einst das törichte Menschengeschlecht aus niedrigen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn ihr diesen ehrenwerten Aufgaben nicht gewachsen sein solltet. Das ist nicht der Gizis, der seine Anhänger um sich schart oder mit Reden beschönigt und Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Gizis, der erbarmungslos straft, wenn man versagt hat. Verschwindet besser, bis er sich wieder beruhigt hat. Ein Sechstel, also 17%, ja. Habe ich nebenbei geschrieben, wie der Randomizer heißt? Ich muss nochmal kurz gucken. Nee, ich schreibe das noch eben nochmal mit unter die Regeln, wie der Randomizer heißt. So, Moment. Verwendet wird der UP Randomizer. Das ist quasi der Universal Pokémon Randomizer, glaube ich, steht die Abkürzung. Ja, okay. Falls jemand fragt, wie der Randomizer heißt, das steht auch alles unterm Stream. Was war denn das gerade? Dieser Gizis ist mal da, mal dort. Das war doch eben nicht echt, oder? Das war vielleicht noch ein Traum? Das ist Pokémon. Wah? Achso, wah. Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Oh, ein Somnivora. Schau. Schau. Was ist hier passiert? Oh, Vivian. Also, zuerst war das Somniam, aber dann kam die Plasma. Und plötzlich kam das Somnivora. Und plötzlich kam Gizis. Und plötzlich kam... Ich weiß nicht. Und die Plasma dann... Verstehe. Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somniam, weißt du? Und als es merkt, dass Somniam in Schwierigkeit steckt, hat es seine Fähigkeit eingesetzt, um einen Traum wahr erscheinen zu lassen. Einen Traum, der das Somniam rettet. Oh, einen Moment mal. Moment mal!
Da muss man auf den Tisch schlagen, wenn man sowas macht. Ist das etwa der Traumdunst? Also wenn er Grandemeister ist, wahrscheinlich nicht. Damit kann ich meine Forschung vollenden. Kommt daheim, bei mir daheim vorbei. Ah, puh, das war vielleicht ein Tumult. Black, warum schaust du nicht bei Vivian vorbei? Ich werde derweil das Pokémon von ihr besuchen gehen. Nein. Ich habe hier noch eine ganze Menge Items. Grandemeister-Items. Oder Grandemeister-Pokémon. Zum Beispiel Panikon. Tja, das ist 2014. Erzwinger. Panikon mit Erzwinger. Yo. So, schauen wir mal. Da kann ich nicht irgendwie raus. Ah. Ein AP Plus. Ja, okay, das ist nett. Ja, nett trifft's gut. Ein Brückbrief Z. What? Okay, was mal das ist. Eine Schönschuppe. Gut, jetzt können wir schon mal ein Dingens entwickeln. Ein Barschwar, falls wir eins bekommen sollten, was ich nicht glaube. Aber wenn, dann können wir es entwickeln. Und das, oh, eine Scope-Linse. Das ist schick. Das passt sogar mehr oder weniger hier hin. Cool. So, wollen wir doch mal schauen. Was ist dieser Brückenbrief Z? Hat sich ja nichts mit Dragon Ball Z zu tun, oder? Erhöht die Volltrefferquote. Ja, dann. Hier, Frostbrand. Hat man eine höhere Volltrefferquote. Ansonsten haben wir hier nichts Tolles hier. Nö. Tauschentwicklungen habe ich ausgemacht. Das wird dann einfach quasi normal entwickelt dann. Ich komme da nicht durch. Gut. Das ist nicht DayZ, das ist Brückenbrief-Z. Ganz genau. So. Gut, einmal nochmal geheilt. Und ablegen. So, du musst wieder hier bleiben. Tut mir leid, aber du bist gar nicht mehr im Leben. Das war nur dein Geist, der uns hier was zerschnitten hat. So, war sie jetzt in dem Haus? Vivian? Ja. Soll ich überspringen jetzt einfach mal den ganzen Kram, den sie da labert, weil das ist ja nur das Siegier, was wir jetzt bekommen. Die Spielsynchro. Und ich glaube, die Frau da vorne. So, nein, ich möchte nicht das Siegier aktivieren. Spielsynchro, bla bla bla. Wir können Sachen, nein. Sie fragt mich sogar, möchtest du ein bisschen Zeit nehmen, um dir das anzuhören? Ich sage, nein. Sie erklärt es mir trotzdem. Man sieht wieder mal, Entscheidungsfreiheit im Pokémon nicht existent. Und das Adressbuch. Ne? Ja. Wann ist wieder Y zu züchten? Ich weiß es noch nicht. Ihr habt schon eine Idee, was ich für den nächsten Y-Zücht-Stream machen möchte? Oder für den nächsten, weil das wird ein bisschen länger dauern. Was ich vorhabe. Aber jetzt erstmal kommt ein bisschen Nuzlocke hier. Also ich habe auf jeden Fall eine schöne Idee, was man wieder in einem Züchtstream machen kann. So, und irgendwo hier war noch ein verstecktes Item. Kann ich hier durch? Nee. Hier hinten kann ich durch. Verstecktes Item? Item, Item, Item. Irgendwo war noch ein verstecktes Item. Da! Schlohkraut. Oh. Was war das nochmal genau? Ah, das hebt die negativen Statusveränderungen auf. Okay. So, gehen wir weiter. Die Sache ist, die beiden kämpfen nicht gegen uns. Ja, wir haben, weil wir nur ein Pokémon haben. What? Die lassen mich echt nicht durch, weil ich nur ein Pokémon habe. Gut. Spiel vorbei. Nö. Wieso lassen die eigentlich durch, weil er nur ein Pokémon hat? Wie ist das für ein Quatsch?
Gamebreaker-Hype. Reset. Ich darf nicht weiter, weil ich nur ein Pokémon habe. Wow. Wow. Spiel. Seriously? Seriously? Ich hab mal eine Idee. Ich muss kurz mal was nachschauen. Ja, die Challenge endet echt aus den unsinnigsten Gründen. Okay, was meine Idee wäre, was ich mal eben ausprobieren möchte. Ich werde nochmal kurz ein bisschen ins Gras gehen. Ich werde mal Kecleon sterben lassen. Einfach noch einmal und es quasi als besiegtes Pokémon mit in den Kampf nehmen. Wäre jetzt meine Idee, weil es ist immer weit auch weiterhin kein kampffähiges Pokémon. Es ist quasi nur da, um ja, einen Platz einzunehmen. Die Doppelkampf-Sklavenregel. Ich kämpfe ja auch weiterhin nicht mit ihr, sondern ja. Ich lasse mich jetzt einfach mal, ich lasse es einfach mal eben schnell besiegen. Ne, die Pokémon oben sind viel stärker drüben, ne? Ja. Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen grausam. Aber unser Pokémon ist ja quasi schon tot. Das heißt, ich lasse es jetzt nochmal sterben. Das klingt komisch. Ich gehe nochmal kurz darüber. Lass die Leiche doch mal ruhen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Das sehe ich ja dann. Ich lasse das Pokémon jetzt einfach nochmal eben nochmal umhauen. Am besten so noch, dass ich... Du bist immer noch hier. So, komm. Gib mir am besten irgendwas, was das einfach ganz schnell tötet. Ich wage ja schon fast zu zweifeln, dass das Ding mich kaputt machen kann, aber gut. Ah ne, du hast auch noch Zerzwinger. Ne, da möchte ich jetzt meine Aromakur nicht drauf verschwenden. Ich hätte gern was anderes als Panikon. Mit der Zwinger, weil dann mache ich einfach nur Aromakur. Lass es mich 5 Runden lang einfach mal angreifen und das sollte vielleicht reichen, dass Leia dann einfach mal nochmal tot ist. Ja genau, so ein Somnivora. Level 8. Ja, gut. So Somnivora. Jetzt kannst du gerne jede... Mogelieb, ja. Gut, nein, das heißt, wir das jetzt die ganze Zeit Mogelieb spammen, ne? Du wirst mit Sicherheit jetzt Mogelieb spammen, ja? Natürlich wirst du Mogelieb spammen. An sich warte ich ja jetzt nur auf ein Pokémon, was mein Pokémon besiegt. Wie oft hat man denn ein Nuzlocke? Töte mich, ne? Ich will doch nur weiterspielen. Komm, hau mal drauf. Ganz... Ja, du kannst nur Mogelieb. Das heißt, ich muss mir jetzt ganz, ganz langsam das Ding mit Mogelieb kaputt hauen lassen. Oh, ja, du kannst vielleicht sogar ein bisschen mehr Schaden machen. Komm, tu mir weh. Ich mache nur Aromakur. Das Spiel hasst mich, ja. Feuerfeger, ja, das klingt gut. Das könnte eine Weile dauern, aber er macht mir Schaden, das ist gut. Fokusstoß. Ja, das klingt auch gut, das ist sogar sehr effektiv. Ja, genau so. Komm, noch einmal kannst du draufhauen. Genau, danke. So, ich möchte fliehen. Ich bin entkommen. So. Wollen wir doch mal hoffen, dass das funktioniert. So, packen wir nochmal. Theoretisch haben wir ja 2 Pokémon. Das eine ist nur gerade besiegt. Nicht ins Pokémon Center gehen, einfach direkt weitergehen.
So, darf ich jetzt durch? Was für zwei kleine Schrumpfmädchen. Ich brauche also wirklich zwei kampffähige Pokémon, um da vorbeizukommen. Seriously, Spiel. Okay, anderer Plan. Wäre der Chat damit einverstanden, dass ich den Kampf einfach auch wild leer mache, aber mit Lea nur Aromakur die ganze Zeit einsetze? Im Endeffekt wird das Ding nicht selbst kämpfen. Es ist nur dazu da, damit ich den Kampf bestreiten darf. Wäre das so in... Ich kill im Doppelkampf Kecleon selber. Wäre das in Ordnung oder soll ich resetten? Wieder einmal. Zwanghaftes Doppelkampf-Tutorial. Okay, die Weisen sind damit einverstanden, dass wir den Kampf einfach so machen. Es ist ja leider ein Doppelkampf. Also mehr oder weniger... Ja, die meisten sind dafür. Wir werden nur Aromakur mit Lea einsetzen, das Ding ist sonst... Ich werde es danach sofort wieder weglegen. Einfach damit wir an diesen beiden Mädels hier vorbeikommen, endlich. Wir werden von meinen Kräften. 1 plus 1 macht 2. Wir lassen dich hier nicht durch, weil du nur einen Pokémon hast. Hutut und Mobai. Ja, schön. So, Steinwurf auf Hutut. Komm, zeig uns deine Aromakur. Was anderes darfst du nicht machen. An sich habe ich ja ein kampffähiges Pokémon, was beide locker aushauen kann. Ja gut, Lea bekommt sogar noch ein Level-Up. Die Leiche bekommt ein Level-Up. Die Leiche wird immer stärker. Also Lea ist quasi gerade ein Zombie. Energieball. Ja gut, töte es. Das ist mir sogar... Töte es, sagt er. Ja komm, zeig uns mal deine Aromakur. Ich brauche 2 Steinwürfe noch. Energieball. Ja komm, hau auf Kecleon drauf. Du musst weiter Aromakur. Du darfst nicht kämpfen. Was mache ich, wenn Aromakur keine... Okay, passt. Aromakur hatte genug AP. So. Ich lege jetzt einfach mal das Pokémon weg. Wehe. So. Wehe, ich darf jetzt nicht durch, weil ich wieder nur mit einem Pokémon unterwegs bin. Ja, dann bin ich aber ganz böse. Ja, ist schon zweimal auferstanden, ja. So, darf ich jetzt hier durch oder sagen wir wieder nein? Danke! Dumme Mädchen. So, irgendwo, glaube ich, jemand konnte mich hier heilen. Warst du das? Ja. Mann! Nee, du willst nicht kämpfen? Okay, dann wollt... Jetzt habe ich Nein gedrückt. Ugh. Ich glaube, draußen wollten die alle kämpfen. Ja. Hi. Solange ich von lachenden Kindern und Pokémon gehen bin, kann mir so schnell keiner was anhaben. Das heißt, das ist ja ziemlich eklig eigentlich normal mit der Nuzlocke, weil man muss... Man hat eine Chance auf 4 Pokémon. Unter diesen 4 Pokémon muss auf jeden Fall ein... was Schneider kann. Und man muss mindestens 2 nach der ersten Arena noch übrig haben, damit man hier durch kann. Steinhagel! What? Von einem Lilmende. Okay. Ich weiß nicht, wo du deine Steine herbekommen hast, aber ich weiß auch nicht, wie Frostbrand seine Zornklinge einsetzt. Endorn. Na gut, auswechseln kann ich eh nicht. Mich könnte nicht mal gefragt, ob ich auswechseln möchte. Ich kann es ja nicht. Die ist ein Rocker? Echt? Kalkklinge. Cool. So, und ein Schattenstoß zum Schluss.
So, Level 16. Yay. Rocker. Tatsache ist wirklich... Ja. Also ich würde sagen... Rocker. Als Kindergärtner. Ich wüsste echt nichts Besseres. Die Doppelkampf-Sklavenregel. Ja, ich darf dann einen Sklaven mitnehmen, der dann einen Doppelkampf mitmacht. Und den hören dann die Zornklinge. Ja gut, das passt. Castadur von Juggler. Was ist denn ein Juggler? Oh nein, Castadur schon wieder. Oh. Ich habe die Zornklinge. Ja, ich habe die Zornklinge. Die Zornklinge, die immer trifft. Passt. Wie fühlt sich das denn so ab? Geht? Oh nein. Echt Vergeltung? Ich habe gerade Angst anzugreifen. Moment, ich heile mal kurz. Wir haben noch Tränke. Wie wirkt nochmal Vergeltung? Ah, Juggler ist Jongleur. Vergeltung war... Mehr Schaden, je weniger KP es hat, ne? Vielleicht ist es ja gleich wirklich vorbei. No, okay, nicht. Okay, alles super. Ja, die Attacken, die Pokémon lernen können, sind auch alle zufällig. So, jetzt kommst du. More Camping. Du bist... Ja! Ja! Strongman! Ja! 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 Strongman! Jo! Jo, jo, jo! Ja, stimmt so. Strongman passt. Jo, und ein Volltreffer. Sehr schön. Ah, okay. Doppelter Schaden, wenn man schon Schaden genommen hat. Das Schöne ist, jetzt könnte er sogar vielleicht wirklich Hyperstrahl einsetzen, der Amadeus hier mit seinem Owei. Wer weiß, vielleicht hat er Owei einen Hyperstrahl in seinem Set. Also Jongleur, starke Männer und Rocker. Daraus besteht dieser Kindergarten. Inferno! Yo! Das hätte ziemlich wehgetan. $40 nur, also da hast du mir. Da hätte ich mir ein bisschen mehr geben können, Kleiner. Ach nee, du willst nicht kämpfen. Doch, du willst. Oh nein! Ich habe doch erst vor der Arena gegen dich gekämpft. Ja, ich vergaß, das ist die Edition mit den meisten Rivalenkämpfen. Mit Abstand mit den meisten Rivalenkämpfen. Ganz viel Abstand. Steinwurf! Bam! Komm, mach einen Crit. Wow. Voltwechsel. Schick. Und Charon. Charon kommt zurück. Ja. Yep. Ist so. Echt. Mal gucken, wie viel das so abzieht. Eigentlich bin ich sogar sehr froh. Wow, noch ein Volltreffer direkt. Eigentlich bin ich sogar sehr froh, wenn mir wohin genau und Isso als Gegner kommen. Da die an sich ja so ziemlich gar keinen Angriffswert besitzen und durch die Randomizer auch wahrscheinlich nicht. Wieso habe ich da gerade Schattenschuss eingesetzt? Ich weiß es auch nicht. Ich war jetzt wahrscheinlich noch zu sehr in 6. Gen, wo das Ding eine Fee ist. Ja. Level 17. Alle Rivalen sind Manager. Sprich Bell, Charon und N. So kämpfst du also. Aus dem Weg, aus dem Weg da! Tschüss. Was war das denn jetzt? Hoppla Bell, was rennst du denn so?
Sag mal, wo sind denn diese Typen eben hingelaufen? Ja, die sind dort lang, aber... Man sagt schon, warum seid ihr so in Eile? Ah, es ist schon weg, die haben sie aber schnell verkrümmelt. Was mit meinem Pokémon? Nun macht ihr aber keine Sorgen, alles wird gut, also weine bitte nicht. Sag schon, Bell, warum seid ihr so gelaufen? Dann halt mich mal gut fest, die Typen von eben haben dem Mädchen sein Pokémon weggenommen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Na los, Black, wir holen das Pokémon zurück. Du bleibst hier, Bell bleibst hier bei dem Mädchen. Erstmal hole ich mir das Item da oben. Ach ja, wildes Pokémon, das ist eine neue Route. Oh, Toxipet. Wie schwäche ich dich jetzt? Es hat einen Luftballon? Ach, jetzt will ich ihn aber nicht kaputt machen. Moment, ich werfe einfach einen Ball und versuche mal das Ding so zu fangen. Hier, Superball direkt. Dann hat er den Luftballon vielleicht sogar noch. Yes! So, wir haben ein Toxipet gefangen. Yay! Ich weiß nicht, was du kannst, aber das sehen wir ja gleich. Wie nennen wir dich? Du bist ein Toxipet, was auf einem Luftballon ankam. Joa. Hoffnung keimt auf. wie nennen wir dich? Irgendwelche guten Vorschläge? Giftschleuder. Helium. Helium ist gut, ja? Wir nennen dich Helium. Das gefällt mir. Helium, willkommen im Team. Hast du echt einen Luftballon? Ja, das ist ein hartes sogar. Cool. Und Angsthase. Hm. Oh. 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 What the fuck? Helium. Moment, da muss ich aber den Luftballon wegnehmen, damit Akrobatik stärker wird. Auf dich müssen wir ganz gut aufpassen. Ganz, ganz gut. Und... Prize the Helix Fossil! Wir haben Helix! Oh Gott. Oh, sogar ein schwächeres. Gut, dass wir das Level 9er haben. Wir haben hartes Helium. Sehr gut. So, jetzt möchte ich nochmal... Wobei, wir sind eigentlich geheilt. Nein, wir sind noch gar nicht so geheilt. Prize the Helix! Hi, Helix. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wie trainieren wir das Ding jetzt? Wir haben noch keine EP-Teiler, ne? Oh, wo gab's nochmal den EP? Da wird noch. Moment, haben wir den EP-Teiler schon? Nee, ne? Wo gab's den EP-Teiler? Ich weiß es gar nicht mehr. So, ich gehe jetzt einmal kurz hier durch, wollte ich sagen. Und dann kommt jetzt mal wieder ein Ninfu. Ui. So, ich werde mal einfach mal kurz vor den Trainer gehen. Und dann erst mit Toxipet quasi einmal kurz nach vorne, damit er einmal kurz die Erfahrung bekommt. In Stratos. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja, ich weiß es wie. Doch, glaube ich. So, wir reden dich gleich an. Erstmal einmal kurz austauschen, damit Helium kurz Erfahrung bekommt. So, die macht aber einen sehr guten Eindruck. Zeig mir, wie du es trainiert hast. Stimmt, bei dem Hausmeister. Rich Kind Odile. Zick, zacks. Level 9. Ich würde ja sogar schon fast Helium selbst kämpfen lassen, aber ich habe zu viel Angst um es. Wolke 7. Ja, kannst du haben. Ich habe doch zu viel Angst um Helium. Dafür ist es viel zu cool. Also wenn der Peter da nicht... Herzstempel?
Wenn der Peterlein nicht gerade zufällig als ja, Item auf dem Boden liegt, ist es nicht random. Weil die Items, die wir bekommen von anderen, die sind fest. Rettern! Da können wir nochmal Helium einsetzen. Wow, das waren 75 XP. Voila. So, dann nochmal aufwechseln. Zickzack schwebt auf der Säule Wolke 7. Es ist verliebt. Aromakur. In der Höhle darf ich auch gleich nochmal was fangen, ja. Und nochmal einen Steinwurf. Jaula. Ja, dann jaul mal rum. Da-da-da-da-dam. So, wie gibst du? 79. Level 10! Ja, die Verteidigung ist auch schon mal ganz gut. Felilu. Boah. Es ist Natter. So, nochmal auswechseln. Da-da-dam. Zumindest hat auch Helium keine Anfälligkeit. Ach ja, stimmt. Das waren die Felilus mit Spukball. Oder? Doch. Das war doch in diesem Run, oder nicht? Ach nee, Moment. Du bist ein Normal-Pokémon. Nein, bist du nicht. Ich verwechsel echt immer Felilu und Charmian. Das eine ist ein normales, das andere ist Unlicht-Pokémon. Derp. So, dann nochmal ein paar Erfahrungen dahin und wir gehen zusammen auf Reisen. Yo! Okay, und Items, die ich von den Trainern, also von den Rangern so, und nicht Ranger, von den Züchtern bekomme, sind auch mal fest anscheinend. So, mal kurz tauschen. Damit, wobei, eigentlich kann ich eigentlich Helium vorne lassen, dann nehme ich Angsthase. Er kann immer flüchten. Das ist sogar sehr praktisch. Ich kann zu 100% flüchten. Naja, holen wir uns mal das Item. Ein Wasserjuwel. Oh, schick. So, ich gehe nochmal kurz heilen. Was mich jetzt interessieren würde, was ist im raschelnden Gras? Warten wir mal kurz, dass mal ein bisschen raschelndes Gras kommt. Raschelndes Gras. Bitte. Nicht? Okay, dann kommt das wohl später erst. Nee, Legis habe ich ausgestellt. Weder die Gegner können Legis behaben, noch kann ich welche bekommen. Einfach mal der Fairness halber. Wenn die nicht bekommen, kann ich auch keine bekommen. Jedenfalls habe ich so eingestellt, dass es keine kommen. Die Sache ist aber, dafür, dass keine Legis kommen, kommen dafür ihre ganzen Attacken. Mehrmals. Die Kerle sind hier reingelaufen. Black, du hast doch alle nötig vorbereitet. Ja, habe ich. Dann lass uns mal reingehen. Okay. Warum ist denn mal noch eine Tam? Black. Bei denen schießt man echt nur auf Tauboren. Echt ein lästiger Haufen. Als ob ein solches Kind adäquat behandeln könnte. Da können einige Pokémon auch nur leid tun. Mit meinen Pokémon verrät er sich ja noch. Gib sie uns. Ach was, wir nehmen sie uns einfach. Ich freue mich schon auf den Detektor. Jedes versteckte Item wird ein Spaß. So, Rich Boy Rüpel. Kikugi. Wunderwache ist auch ausgeschaltet. Ja. Und auch weiterhin, Wunderwache, für alle, die es nicht wissen, ist auf Käfergeist gescriptet. Hey, wir haben unser Dürre-Pokémon. Wir hatten gestern alle anderen. Mal sehen, wir hatten das Togetic von Charon mit Hagelalarm. Wir hatten das Altaria von Bell mit Sandsturm. Und wir hatten ein Panzeron mit Niesel, ein wildes, was wir nicht fangen konnten. Und wir haben jetzt ein Kikugi mit Sonntag. Also wie gesagt... Wunderwache ist aber wirklich auf Käfergeist beschränkt. Das heißt, es sind auch weiterhin nur Feuer, Käfer, Unlicht, Geist und Flug. Käfer, Feuer, Stein wollte ich sagen. Die fünf Typen sind auch weiterhin auf das Pokémon sehr effektiv. Egal, alles, was alles andere ist. Egal, was der Typ ist. Das sind die einzigen, die dann wirken. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir sind im Recht. Wie können wir nur verlieren? Gut gemacht, Black. Los, gib uns das Pokémon zurück. Warte, du brauchst es nicht zurückzugeben. Team Plasma, das ist, ja, Team Plasma. Gut, dass ich die spreche, die sie haben.
Es ist schon traurig. Wir werden nicht nur missverstanden, sondern schätze ich auch noch in den Weg. Ihr seid zu zweit. Und wir auch. Wir sind uns gemütlich aus unserem Zusammenhalt. Dann erkennt die Schillwanze, dass wir im Recht sind. Tja, da muss wohl ein Nest von denen sein. Ihr seid nicht weiter als Pokémon-Diebe und daher mal ganz still. Black, wir zeigen denen mal, dass sich mit Sandkastenfreunden besser nicht anlegt. Oh yeah. Sandkastenfreunde Power. Richboy-Rüpel und Richboy-Rüpel. Makuhita und Hutut. Ich hau mal fix Hutut um und hoffe mal, dass Charon sich um Makuhita kümmert. Erstmal hagelt's wieder mal. Das hagelt hier. So, Steinwurf auf Hutut. Natürlich geht der Attack daneben, was? Hutut mit Donnerblitz. Yo, ist klar. Mit Volltreffer. Yo, ist klar. Hui, dafür hat's wieder fast kaputt gemacht. Schickt er jetzt sein Isso raus, ja? Das Ding, was nichts kann. Was kann das, Makuhita? Jo! Makuhita kann auch Voltwechsel. Aber es zieht zumindest Hutut nichts ab. Hutut? Nein, Isso nichts ab. Und ich bin der Einzige, der sich denkt, wie, schlechtes Wetter? Merke ich nichts von. So, das Hutut schon mal weg. Klammer. Ja, ja, ist nur Feuerwirbel. Okay, ist gut, ist so. Nicht gleich übertreiben. Das Ding kriegt auch jetzt so von allem so ein kleines bisschen Schaden. Ah, Moment. Mach mal einen Schattenstoß einfach. Viewer, what the fuck? So viele. Hui. Cool, hi. An alle. Die vielleicht auch neu sind. Oder auch nicht. Der Stream wurde auf YouTube, auf Facebook und auf Twitter angekündigt. Also mehr kann ich auch nichts machen. Ich hab's überall angekündigt. Wir nehmen natürlich Menschen die Pokémon weg und befreien diese von ihrem schrecklichen Joch. Echt ein lästiger Haufen. Was für einen Grund sie auch anführen mögen, den Leuten ihre Pokémon wegzunehmen. Also das geht gar nicht. Ihr Trainer, ihr beutet die Pokémon doch am meisten aus. Wieso sollten Trainer ihre Pokémon ausbeuten? Das ist doch Unsinn. Das Pokémon könnt ihr wieder haben. Aber es kann einem nur leid tun unter eurer Tyrannei. Eines Tages werdet ihr eure eigene Dummheit erkennen. Die Trainer bringen das Beste in den Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihren Trainer und wachsen so über sich hinaus. Ich verstehe nicht, wieso einem die Pokémon leid tun sollten. Also Black, ich bringe ihr das Pokémon zurück. So, erst einmal können wir hier noch ein Pokémon fangen. Yo, hallo Voluminas. Zweitens können wir ein Pokémon fangen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin weg. Sorry. Nein, Moment, wie viel Schaden macht mir das? Ich heil mich mal kurz. Ich meine, er muss jetzt eh eine Runde aussetzen. Oder? Ja, kann sich wieder das so. Ja. Wie viel zieht Steinwurf so ab? Schon mal ein bisschen mehr. Das war auch ein Volltreffer. Oh Gott. Moment, das Volumen, das ist weiblich? Echt? Nee, es ist männlich. Was redet ihr denn da? So, jetzt kann er wieder eine Runde nicht bewegen. Das passt sogar indirekt zu der Höhle. So mehr oder weniger. So, versuchen wir noch einmal ein kleines bisschen zu schwächen. Lavasturm! Ist ja gut! Hör auf mit deinen Feuerattacken! Mann! Ach, das ist eine Attacke, die mehrmals trifft. So ein Quatsch ist das. Gucken wir mal einen Finsterball. Vielleicht klappt er ja, wir sind in der Höhle. Yes! Oh. Das steuert gleich leider. Das ist quasi ein flammender Bart. Flammenbart. Flammbart. Flammbart ist gut.
Flambert. Du bist Flambert. Was kann das noch? Es trägt sogar ein Item. Eine... Moment, die Großen sind, dass das besser trifft, oder? Es ist zaghaft. Es hat Adlerauge auch noch. Alter, was hat das für Attacken? Moment, ist das nicht sogar die Spezialattacke von... Heerdran? Alter. Deine Werte sagen... Ja, die Angriffe sind echt nicht toll, aber... Mit den Werten? Alter! Großlinse war. Erhöht die Genauigkeit um 10%, glaube ich, war das sogar. Ja, Moment, dann gebe ich ihm dir doch direkt. Dann hat er auf jeden Fall eine etwas höhere Trefferquote auf seinen Attacken. So, dann hat er quasi hier 7,82%. Das hat sogar fast 100%. Cool. Das ist echt sehr schöner Movepool, den Flambert da hat. So, wir müssen mal kurz nochmal einen Trank verwenden. Flambert werde ich jetzt auch noch nicht einsetzen. Ich will jetzt nur noch das Item hinten holen, weil das da hinten ein TM ist. So, gehen wir mal ganz ruhig hier durch. Oh, Nebulak. Das hätte auch was. Hätte mir auch gefangen, sehr gerne. Mit Erzwinger. Na, das wiederum. Aber gut. Komm, lass mich hier durch. Ja, komm, Flambert. Dein Bruder oder deine Schwester. Hi, Henrik. Eieiei. So. Ja, Meditation. Na gut. Ist auch okay. Hätte man Besseres bekommen können, aber wir haben TM-Meditation. So, wollen wir mal jetzt kurz mal da hinten hingehen. So, einmal kurz hier sagen, hey, wir haben alles wieder zurück. Tausend Dank euch beiden, die Zeit, das Pokémon zurück. Ich kann nicht vorstellen, wie froh ich bin. Ich bin unglaublich dankbar. Bitte, sehr kleines Dankeschön. Ein Heilball. Oh Gott, danke. Ach, der Heilball. Wenn du damit ein Pokémon fängst, werden seine KP wieder vollständig aufgefüllt. Ansonsten, ich bringe das Mädchen nach Hause. Bis später. Tschüss. Ich Zwinger, du Zwinger, er Zwinger. So, gehen wir uns nochmal schnell heilen. Es sieht gar nicht gut aus. Ja, es ist ein bisschen angeschlagen. Aber jetzt geht's wieder. Sie Zwinger. Zu was zwingt sie dich denn? So. Hey, die sind beide leider jetzt ein bisschen schwach noch. Pokédex-Nummer, Aber auf jeden Fall sind die defensiven Werte schon mal ganz gut. Das heißt, es hält ein bisschen was aus. Ach, da ist ja schon der nächste Trainer. Ich dachte, erst kommt Charon jetzt und erzählt mir noch irgendwas. Nurse Fritzchen. Jo, Nurse Fritzchen. Hm. Sehr gut. Knochen hat's. Okay. Die Sache ist, Flambert hat eine ziemlich böse Bodenschwäche. Nein, doch. Eine ziemlich böse Boden- und Kampfschwäche. Da muss ich echt aufpassen, wenn da was kommt. Das ist wahrscheinlich das, was ihn am ehesten umhauen wird. Ich glaube, wir werden zuerst ein bisschen trainieren gehen. Das ist mir gerade sogar noch ein bisschen zu gefährlich jetzt mit Level 10 an. Ja. Da hinten weiterzumachen. Schauen wir mal kurz. Kann jemand Zerschneider von denen lernen? Ich muss jetzt nicht Lea extra dafür nochmal holen. Ja, Helium kann Zerschneider lernen. Hast du irgendwas, was ich wegmachen kann, Helium? Ja, deine Staffette kann eigentlich weg. So. Ich muss jetzt auch nicht immer wieder in die Box dafür. Okay, dann können wir jetzt erstmal ein kleines bisschen trainieren gehen. Dann würde ich sogar schon fast sagen, wir machen quasi jetzt mehr oder weniger so eine, ich sag mal, eine Art kleine Pause, bis die anderen beiden ein kleines bisschen trainiert sind. Moment. Ich sehe gerade nebenbei, es ist eine Spende vorher reingekommen. Ohne Nachricht. Echt? Keine Nachricht? Moment.
Wollen wir mal schnell mal fix nachschauen. Vielleicht wird sie mir gerade noch nicht angezeigt. Aber da kam wirklich keine Nachricht. Auf jeden Fall trotzdem, großes Dankeschön an Pfeffersoße. Schöner Name. Pfeffersoße schmeckt echt gut. Vielen, vielen Dank für die Spende. Freut mich. Stimmt, ich könnte ihm einen Luftballon geben, aber das hält auch nur einmal aus. Der Luftballon geht nämlich nach einem Schlag direkt kaputt. So, also was ich jetzt noch sagen wollte, wir machen jetzt mehr oder weniger so eine kleine Pause. Ich werde in der Zwischenzeit, die anderen beiden hier ein bisschen trainieren. Ich schaue mal, ob ich hier vielleicht ein bisschen gut kämpfen kann. 350 Zuschauer, wow. So, ich pack mal erst einmal Helium nach vorne, weil der kann zur Not auch einfach wieder fliehen. Der kann nämlich immer fliehen. Also ich werde hier währenddessen trainieren. Ihr könnt ja natürlich auch gerne dabei sein. Ich werde hier... Ach ja, stimmt. Stolrax gab es hier. Stolrax mit Feuerfeger. Ich erinnere mich. Ich möchte hier nicht kämpfen. Tschüss. Angsthase wirkt. Und tschüss. Feuerfeger. Panikon. Was konnte Panikon nochmal? Muss mal gucken, was die so haben. Ja, Zwinger hast du schon mal, ja. Kann ich irgendwas gegen dich machen? Ich habe die Akrobatik. Akrobatik one-hitted Panikon. Das ist sehr schön. Aber gibt nicht viel Erfahrung. Ja, ja. Kämpfen wir jetzt erstmal ein kleines bisschen hier. Und dann gehe ich vielleicht rüber zur Route 2. Ansonsten, ihr... Es passiert gerade nicht groß viel. Ihr könnt ruhig was zu trinken holen, was zu essen holen. Ach ja, stimmt. Das Ding konnte ja Patronenhieb. War das Patronenhieb? Müsste gerade Patronenhieb gewesen sein. Ja. Level 11. Nee, ich habe zurzeit kein Interesse an einen 531er Picochiller. Ich glaube, ich habe sogar eins schon. Also, was ich als Elternteil benutzen kann. Von daher trotzdem vielen Dank. Also ich habe allgemein gerade nicht so viel Interesse an, ja, irgendwelchen Pokémon. Wie gesagt, ich mache ja, ich weiß nicht wann, aber ich habe auf jeden Fall noch vor, nochmal einen Züchtstream zu machen, wo wir uns da nochmal ein ganzes Team zusammenzüchten. Und dann vielleicht, werde ich vielleicht den einen oder anderen mal fragen, ob der vielleicht noch das ein oder andere Pokémon hat, was wir da brauchen könnten. Stimmt, wenn Helium sich entwickelt, bekommt er eine neue Fähigkeit. Weiß gerade jemand zufällig, auf welchem Level es sich entwickelt? Das war jetzt nicht erst nur auf 20 oder so, ne? Ich hoffe mal nicht. Meine Lieblings-Gen. Eindeutig XY. So geil, wie die gemacht sind. Eindeutig XY. Irgendwann möchte ich auch Vesperia weitermachen. Ja, das stimmt. Mein Lieblings-Pokémon ist und bleibt weiterhin Xerox. 22. Ui, das dauert noch eine Weile. Das dauert noch. Ja, gut. Na gut, na gut. Ach komm. Gib mir mal ein paar andere Pokémon. Die will ich nicht kämpfen. Die haben Feuerfeger. Es kann auch einfach gar keine Fähigkeit kommen. Das hatten wir auch schon mal, ja. Das kann leider auch passieren. Ach komm. Ich will gegen dich. Ich habe gegen dich nichts Effektives. Vor allem nicht mit Helium. Wobei, Flambat kann auch nicht so wirklich gut kämpfen. Er hat Feuerattacken. Ich könnte den Lavasturm mal machen. Und gucken, wie viel das so abzieht. Ach ja. An sich hat Helium ja auch zum Glück eine gute Verteidigung. Und wird später auch weiter... genau. Was Tifa da sagt. Bitte keine großen Tauschgeschäfte und, ja, wie heißt das? Freundescode-Tausch. Hier im Chat. Das artet dann wieder viel zu viel aus. Schreibt euch am besten irgendwie in den PN oder merkt es euch für später. Aber bitte jetzt nicht hier im Chat. In einem Level lernt Helium neue Attacke. Ja, das ist sehr schön. Vielleicht lernt er hier Erdbeben. Würde mich ja sehr freuen. So ein Erdbeben.
Da das hier der randomized ROM ist, ist es auf einem Emulator, weil ich glaube, ich kann... Kann man so randomized auch auf einem... Dingens. Kann man das auch auf einem DS irgendwie machen? Keine Ahnung, ob sowas funktioniert. Jedenfalls, das ist ja auf einer ROM. Natürlich. Hey, er hat überlebt. Und kann Schädelwumme. Der hat wohl gute Verteidigungs-DVs. Oh, einen Gift-Hieb. Bitte mal süß mit dem neuen Smash Bros. Hatte ich sogar ehrlich gesagt vor. Ich wollte das neue Smash Bros. Eigentlich direkt zu Release streamen. Wobei, was konnte das? Ich habe davon noch keine Attacke gesehen, ne? Es wird aber viel Erfahrung geben. Ich heile uns mal eben kurz. Und schau mir mal an, was es kann. Wahrscheinlich werde ich dadurch sterben jetzt. Säurepanzer. Das ist nicht gut. Du erhöhst damit deine Verteidigung. Und die greife ich an. Wie viel wie ist eigentlich Gift-Tip eigentlich so auf? Psycho. Gigastoß! What? Okay. Ist gut, Somnivora. Moment. Das lassen wir mal Frostbrand machen. Stimmt, Mogelieb konnte es auch noch. Mogelieb, Säurepanzer, Gigastoß und Lavasturm. Gut, dass ich gerade ausgewechselt habe. Wieso hat er die ganze Zeit vorher nicht Gigastoß und Lavasturm eingesetzt? Als ich versucht habe, Lea zu töten. Dummes Omnivora. So, Helium Level 12. Kraftheiler. Was genau war das nochmal? Ah ja. Nee, brauche ich nicht. Nee. Kraftheiler nicht erlernen. Nope, nope. Don't need. So, schauen wir mal. Flambart. Ich weiß nicht, ob du vor den Dingern flüchten kannst. Du, eine Feuerattacke könnte dir auch ein bisschen wehtun. Zombivora. Dieser Surrender ist echt super Troll. Oh ja, das ist er. Also, das ist Troll Extreme, was ich hier teilweise abbekomme. Ich sag mal nur die ganzen Legi-Attacken. Wie viele legendäre Attacken oder so Sachen gibt es eigentlich? Ich sag mal, es gibt von denen, ich habe keine Ahnung, wie viele Attacken es insgesamt gibt. Gibt es vielleicht 30, 40, allerhöchstens Legi-Attacken. Und einfach mal alles hat es. Alles. Überall kommen mir hier Legi-Attacken entgegen. So, schauen wir mal. So, Panikon konnte den Patronenhieb, konnte Schädelwumme. Lavasturm. Nicht. Weil die Attacke daneben ging. Da habe ich sogar schon meine Genauigkeit erhöht. Um auf 99. Ah nee, das ist Lavasturm, das hat 75. Stimmt ja. Das ist Lavasturm an sich quasi nur ein stärkerer Feuerwirbel, oder? Ach, ich merke gerade, die Dinger mal Zwinger geht, die wäre es nicht so gut zu kämpfen, weil die mir eh meine ganzen AP wegnehmen. Ich weiß nicht, was du kannst. Du bist leider sogar ein Level höher. Nope. Ich wechsle auf Frostbrand. Nope. Meine Lieblingsstarter aus jeder Gen. Okay, fangen wir an. Glumanda. Das tut ein bisschen weh. Das tut ein bisschen sehr weh. Ich flüchte einfach. Erste Genesis ist eindeutig Glumanda. Zweite ist es Kanimani. In der dritten ist es Gekabor. In der vierten ist es Panflam. In der fünften... Schwer. Ich würde sogar eher zu Floink gehen, weil mir... Ich weiß gerade echt nur noch den japanischen Namen von Floinks letzter Stufe. Enbuo, glaube ich, heißt der. Ich habe echt den Namen von der Stufe. Egal. Ich habe es vergessen. Und bei der sechsten
Ziemliches Unentschieden zwischen Froxy und Igamaro. Flambirex, genau, so hieß der. Ja, Mega-Steox ist ein bisschen nutzlos, habe ich auch das Gefühl. Ach ja, Stoller kann ja noch den Fokusstoß. Ach ja, aha. Hallo, Elevoltec. Was geht? Ich schick mal kurz Frostbrand nach vorne. Ich möchte gucken, was das Ding alles kann. Taumeltanz. Oh. Echt? Ich werde dich mal ganz langsam angreifen. Mit ganz schwachen Attacken. Ich möchte gerne sehen, was das Ding alles kann. Flammensturm. Wieso kann einfach alles eine Feuerattacke? Hey, ich brenne. Cool. Flüchte mal. Also hier kann ich den Kleinen auch schon mal nicht trainieren. Taumeltanz und Flammensturm. Fängt es schon mal gut an. Warum kann sie es? Weil es effektiv gegen mich ist. Ja, das ist wahr. Schauen wir mal weiter. Was gibt es noch für Gegner? Linfu. Wollen wir mal kämpfen? Wollen wir den Lavasturm versuchen? Giftwolke. Ja, die Giftwolke gefällt mir. Damit können sie beide umgehen. Ganz gut. Du bist vom wirbelnden Magma gefangen. Und eine Matschbombe. Wobei, Matschbombe ist, glaube ich, nicht sehr effektiv, oder? Ne, doch, ist normal. Flammkörper führen und brennt. See the logic. So, ich muss mal kurz die Attacken auswechseln. Da möchte ich die Matschbombe hin haben. Über 400 Zuschauer, wow. Oh, Castellit. Fassen wir den hier nicht mal ein. Mal mit Lavasturm nochmal. Wenn es nicht... Feuersäulen! Okay. Ah, das war ein Volltreffer. Okay, dann ist gut, wenn das der Volltreffer... Kreuzdonner! Ja, ist gut. Alles in Ordnung. Ja, ja, es ist gut. Ich hab's verstanden. Du kannst einen Kreuzdonner. Ich wechsle dann mal. Kreuzdonner, Flammensäulen. Yo, das ist echt die Firelock. Mülltreffer auch noch. Das ist echt eine Firelock, wie sie im Buche steht. Überall kommen Feuerattacken. Kreuzdonner. Wieso? Weil er's kann. Hm. 63 hier für Frostbrand. Er levelt leider auch so ein bisschen mit. 110 für Flammbart. Wow. Gehen wir nochmal heilen. Ich weiß nicht, wo ich trainieren soll. Alles tötet mich. Ganz einfach möchte ich jetzt auch nicht gehen, weil da sind sie zu schwach. Hier, ist das eigentlich eine neue Route hier unten? Ja, das ist eine gleiche Route. Ja, das müsste aber doch die gleiche sein. Ja, da kommen die Toxipets. Wobei, Toxipets könnte ich umhauen. Ja, du kannst Akrobatik. Aber es dürfte, ja, nicht viel abziehen. Moment. Toxipet. Ich muss nochmal genau gucken, was es kann. Akrobatik, Gift. Die Toxipets können mir nichts anhaben. Als Flammbart. So, jetzt muss ich mal gucken. Reicht ein Lavasturm aus? Ja, okay, dann reicht auch die Lore-Kanonade. Okay. Gegen die Toxipets können wir Flammbart trainieren. Immerhin etwas. Und sind eine Sananabeere. Na gut.
Was macht diese Ananabeere denn nochmal? Es kommt leider keine Ohr, doch, das ist random. Wieder so eine seltene Beere, die einfach. Ja. Falls ihr euch fragt, warum Christian heute nichts hochgeladen hat, falls er jetzt auch wirklich nichts hochgeladen hat, man sieht Facebook. Er hat seinen neuen PC zusammengebastelt und ist mit seinen Einstellungen noch nicht ganz, noch nicht ganz alles richtig eingestellt, weswegen er heute noch nicht dazu kommen konnte, hochzuladen. Und vielleicht auch, ja, wahrscheinlich auch heute nichts mehr wird, denke ich mal. Von daher, wundert euch nicht, es fällt mal einfach mal einen Tag aus, das kann ja mal passieren. Der hat jetzt einen super geilen neuen PC von dem, was ich gelesen habe und gehört habe. Von daher, freuen wir uns alle für seinen geilen PC. Ich freue mich auch echt, dass er echt einen neuen PC hat. Weil, ich muss euch sagen, ich kenne Christian jetzt schon sehr lange. Magnetbombe, hui. Also ich kenne Christian jetzt schon echt sehr, sehr lange. Nochmal zurück, wir sind jetzt seit 2005? Ende 2005 habe ich ihn kennengelernt, meine ich. Das sind also jetzt schon über 8 Jahre. Und ich erinnere mich noch an seinen ersten PC. Sein erster PC ist echt. Ja. Ich weiß nicht. Stellt euch den schlechtesten PC vor, den ihr jemals hattet. So. Das war Christians PC, den er bis jetzt hatte. Und den er davor hatte, war nochmal eine Tacken schlimmer. Also der, den er jetzt hatte, das, als er damals seinen alten und dann von seinem alten auf seinen jetzt alten gestiegen ist, war das ja schon eine große Umstellung für ihn. Wo er meinte, wow, was für ein krasser PC. Und dann dürfte er mal überlegen, wie übel sein alter PC war. Also der ist einfach mal so, vor allem bei den Aufnahmen, einfach mal so mittendrin, hat er einfach mal eine Aufnahme vernichtet. Oder ist einfach weg und so alles Mögliche, ne? Also sein alter PC war wirklich die Hölle. Und jetzt hat er endlich mal einen neuen. Und ich muss sagen, das war natürlich, ja, eigentlich zum Großteil dank der Spenden, die er bekommen hat. Das sage ich auch noch einmal. Ein großes Danke an alle, die Christian da unterstützt haben. Jetzt hat er endlich einen vom Toaster zur Mikrowelle. Wahrscheinlich hat er ja vom Ventilator zum High-End-Gaming-PC. So hat er es zumindest mir gesagt, dass es so einer ist. Also es ist echt ein guter PC anscheinend. Von daher, ich freue mich für ihn. Er hat endlich einen coolen PC. Der ihn nicht mehr sabotiert. Weil auch sein jetziger PC hat öfters mal einfach mal irgendwelche Anstalten gemacht und seine Aufnahmen kaputt gemacht. Oder ich weiß nicht, ob es der ein oder andere in einem seiner letzten Hardgold-Parts gesehen hat. Ach, Raupi gibt es ja auch. In einem seiner letzten Hardgold-Parts gesehen hat. Weil die teilweise auch, glaube ich, asynchron wurden. Und das alles macht nur dieser eine dumme PC. Irgendwie trifft die Attacke fast nie, oder? Oh, Flambart wurde geschnappt von Raupi. Wie darf ich mir das vorstellen? Von daher, er baut heute noch sein PC zusammen, muss alles noch einstellen. Und ich denke mal, bis morgen sollten da auch schon wieder Parts da sein. Hallo und tschüss. Gegen dich werde ich ganz sicher nicht kämpfen. Ich werde aber zur Sicherheit mal auf Dingens hier auf Frostbrand wechseln, weil ich glaube nicht, dass Flambart schnell genug ist, da zu flüchten. Flammensturm! Ja. Kennen wir ja schon. Es zieht zum Glück nur 9 KP ab. Von daher ist selbst mit dem Crit wäre es nicht so schlimm. Flambart wurde geschnappt von Raupi. Flambart x Raupi? Ich hoffe mal. Ja, Moment mal, wenn Flambart männlich ist. Apropos Spenden, was ich ja gerade immer erwähnt habe. Ich habe da, glaube ich, gerade gesehen, da kam noch eine rein. Ich kann mal kurz schauen. Moment, jetzt kann ich die ganze Nachricht nicht sehen, weil es ein bisschen lang ist. Ah, doof. Kann ich die größer machen? Moment, da muss ich auf der Seite eben schauen. Die Nachricht ist lang. Aber gut, ich lese auch gerne Nachrichten vor. So,
Tag, ich bin der Neue. Super Stream, der gerade läuft. Mach weiter so. Auch deine Let's Plays sind super. Benutzt du zum Streamen Open Broadcast Software oder was anderes? Auch zum Aufnehmen oder Let's Plays oder verwendest du da was anderes? Wie viel kostet so ein Profi-Mikro? Sorry für die vielen Fragen. Erstmal ein großes Danke an ZeroKey1987. Vielen Dank. Ich benutze gerade zum Streamen Open Broadcaster eigentlich mehr als Ausweichlösung, sag ich mal. Da ich eigentlich immer sehr gerne XSplit benutze, aber XSplit verträgt sich mit diesem Emulator nicht ganz so gut. Von daher war ich da mehr oder weniger gezwungen, auf Open Broadcaster zu wechseln. Aber ich finde, beide Programme sind sehr gut. Die Sache ist nur, Open Broadcaster erkennt meinen Grabber nicht, also den LiveGamer Portable. Vielleicht muss ich ihn auch... Ich weiß nicht, ob es die neueste Version, weil der hat mich jetzt schon öfters mal gefragt, ob ich ihn updaten möchte. Auf jeden Fall... die ich immer hatte, hat es nicht erkannt. XSplit hat sehr gut erkannt. Zum Aufnehmen. Ja, gut, für den 3DS-Grabber. Das ist ein mitgeliefertes Programm, den man, wenn man den 3DS-Grabber kauft, bekommt. Und mittlerweile benutze ich XSplit auch eigentlich zum Aufnehmen von Final Fantasy. Oh, da ist Gras. Nein, genau davor. Ja, also ich benutze XSplit jetzt auch quasi, um mir das Bild zu übertragen. Von meiner PlayStation, weil das anscheinend bei Final Fantasy doch ziemlich herbe, ja, ziemlich herb blöd aussah zwischendurch. Also es hat ziemlich geleckt, das Bild im Let's Play. Von daher benutze ich da, wie gesagt, XSplit, um mir das Bild anzeigen zu lassen. Das nimmt sich sogar wundervoll auf. Ich habe sogar teilweise gehört, die Qualität ist dann teilweise besser geworden als am Anfang. Frage an die, die das eventuell auch gerade gucken, war die Qualität oder ist die Qualität quasi die jetzt aktuelle Qualität besser als die Qualität, die es die Final Fantasy am Anfang hatte? Was hat er noch gefragt? Genau, Mikro. Ich habe ja hier ein Standmikro mit Popschutz und so. Das hat, jetzt muss ich nachdenken, 50 Euro gekostet. Plus 10 Euro der Popfilter. Aber das Mikro war auch von 100, glaube ich, auf 50 runter reduziert. Von daher, ich habe da, glaube ich, ein gutes Angebot erwischt. Aber es ist echt ein wunderschönes Mikro, muss ich sagen. Ich habe damit doch keine Probleme. Die Lautstärke ist wunderbar, die Einstellungen sind wunderbar. Das ist echt mein bestes Mikro. Also ich habe zwar hier auch, man sieht es hier, ein Mikro am Headset. Aber dieses Headset habe ich echt nur zum Hören. Weil dieses Headset, das sitzt so Da fällt mir schon fast das Gamepad runter. Das Headset liegt so wunderbar auf dem Kopf. Das ist hier schön weich, schön gepolstert. Das umfasst die Ohren sehr schön. Das ist nebenbei das Speedlink. Medusa, glaube ich, heißt das. Es ist mittlerweile schwer, in dieses Mikro ranzukommen. Ja, das kann vielleicht gut sein. Das ist nebenbei das... Das ist... Producer USB M-Audio steht jedenfalls hier drauf. Also das Headset ist wirklich wunderschön zum Hören. Ich habe eine Antenne. Signale kommen rein und so. Ja. Das ist so das, was ich benutze. Ich hoffe, ich habe deine Fragen ausreichend gut beantworten können. Ja. Nebenbei, Flamme hatte schon fast Level 13. Ihr habt mir gesagt, auf 13 lernt eine neue Attacke. Zumindest bis dahin möchte ich ihn bringen. Ich werde zum Teleshopping-König. Wieso? Ich habe an sich nur erklärt, wie ich meine Sachen mache. Meine Sachen aufnehme. Oder was ich dafür benutze. Das darf man ja wohl noch. Ich bin wirklich ein Vivillon. Ich habe Antennen, ich habe die Nummer. Es passt alles. Ich sollte bei 9 Live arbeiten. Nee, wenn schon dann bei 666 Live. Fehlen nur noch die Flügel. Ich sollte mir Flügel basteln. Hallo, Elle Voltec. Vor dir hauen wir wieder ab. Wenn ihr den UP Randomizer sucht, googelt es einfach. Gebt bei Google ein UP Randomizer. Vielleicht auch noch Download dahinter. Und dann findet man es recht schnell. Wo habe ich dieses wunderschöne Regal? Ja, Umbro, ja, dir gefällt dir dieses Regal ja schon so sehr. Was? Sternhieb? What? Okay, das war ein Volltreffer. Ich wollte schon sagen, wenn das ein normaler Angriff wäre. Dieses wundervolle Regal dort. 666 Live. Moment mal, ja, das klingt ein bisschen komisch.
Ich habe keine Ahnung, wo das her ist. Das haben meine Eltern damals gehabt. Dazu gehören noch zwei andere Teile, die... man sieht es vielleicht da... Moment. Diese Ecke hier. Das ist noch ein weiterer Teil des Schrankes. Und noch ein bisschen weiter in der Richtung steht dann noch das dritte Teil dazu. Das ist so ein Dreiteiler, den habe ich damals bekommen, als ich hier eingezogen bin von meinen Eltern, weil die den nicht mehr brauchten. Der lag, glaube ich, einfach bei uns unten im Keller rum oder so. Und... ja. Den hatten sie damals, als sie ihr Wohnzimmer gekauft haben. Jetzt habe ich den. Ich benutze ihn dort als Ablage für meine Spiele, für meine DVDs, für meine CDs, für meine Bücher. Ja, für meine Mangas, genau. Dann habe ich da noch einen anderen, da ist meistens eigentlich nur der ganze Unikram drin. Und bei einem weiteren, das ist so eine Glasvitrine, da habe ich meine ganzen Figuren drin. Level 13. Spotlight. Nein, das brauchst du nicht. Mein PC, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist ein guter PC, aber ich kann damit leben. Ja. Gegen dich möchten wir aber nicht kämpfen, weil ich damit wahrscheinlich eher weniger leben kann. Kein ROM-Emulator, ein Room-Emulator. Also mein PC ist mittlerweile jetzt 2-3 Jahre alt. Also es ist auch echt nicht mehr der beste. Also ich brauche teilweise zum Rendern einer Final Fantasy Folge. Ich sag mal 15 Minuten Final Fantasy rendert etwa 1 Stunde 15. Bei Yoshi und Pokémon sind es etwa 1 Stunde. So, ich werde aber Dings nochmal hier trainieren. Gegen Panekons, die das eine Level, dann sind zumindest die beiden Level 13. Von daher, also mein PC ist auch schon ein kleines bisschen älter. Ich denke mal, so die neuesten Spiele könnte ich wahrscheinlich auch nicht darauf spielen. Also so viel hat er jetzt nun auch nicht drauf. Aber es reicht für das, was er machen soll. Man könnte sich wahrscheinlich irgendwann mal einen neuen holen, aber vorerst, glaube ich, reicht der. Wow, das hat nicht ausgereicht. Na gut. Oh, nur Zermalmklaue einfach. Ja, das ist teilweise wirklich lang, aber... oh, wir haben noch eine Spende bekommen. Cool. Moment. Von Icredium. Doch, okay, ich kann die Nachricht doch komplett lesen. Teilweise... hätte einfach mal teilweise... ja, scrollt ein bisschen zu weit hoch. So, eine kleine Spende dafür, dass du mich mit deinen Streams und Let's Plays unterhältst. Hoffe immer noch auf das nächste Pokémon-LPT von dir mit Markus. Und hoffentlich diesmal nicht so Chris Kappa. Diesmal nicht mit Chris Kappa. Mach weiter so. Danke. Vielen Dank. Ja, neues Let's Play Together. Wir wollen es ja eigentlich sehr gerne machen. Aber es ist, fehlt einfach die Zeit. Christian ist ja eigentlich doch ständig dauerbeschäftigt. Weil seine Arenaleiterburg sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das mag man vielleicht nicht glauben, aber das nimmt echt verdammt viel Zeit. Weil er ja quasi die nicht nur aufnehmen muss, er muss sie ja dann quasi nochmal nachkommentieren. Und er muss immer jemanden finden, um sie zu kommentieren. Und das kann manchmal echt lange dauern, von daher. Ich muss mal gucken, mit welchem Programm rendere ich? Mit Sony Vegas. Ich weiß, die meisten rendern, oder die meisten, ich sag mal, größeren Let's Player rendern mit Premiere, Adobe Premiere. Aber ich bin mit Sony Vegas... ja, wie lange rendere ich ja schon mit Sony Vegas? Seit 2010? Kommt hinkommen, ja. 2010 etwa. Seit fast 4 Jahren rendere ich immer nur mit diesem Programm. Und ich muss sagen, es ist für mich ausreichend. Er macht den PC zwar relativ langsam. Ja. Aber ich komme mit dem Programm hier super zurecht. Ich habe alle meine wunderschönen Einstellungen da drin. Dass ihr alles auch auf YouTube so seht, wie ihr es seht. Und ich muss sagen, mir gefällt eigentlich so die Einstellungen alle. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ja. Um nochmal den Rest noch zu vervollständigen. Mit was ich noch alles beim Aufnehmen benutze. Ich benutze noch Fraps. Kann man. Ja. Ich glaube, das wurde leider schon lange nicht mehr geupdatet. Aber ich benutze trotzdem. Das ist auch so ein Programm. Nutze ich auch schon seit 2010. Also anfangs... ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, während wir hier weiter trainieren.
Zu meinen Anfangszeiten. 2009. Vor fast 5 Jahren. Habe ich sogar noch Cam Studio, Audacity und den Windows Movie Maker benutzt. Damals hatte ich sogar einen PC noch mit XP. XP, Ruhe in Frieden. Wir sind bei dir. Du kriegst keine Updates mehr. Damals halt noch dieser alte PC, das war... Da konnte ich wirklich so ziemlich gar nichts drauf machen. Dann habe ich 2010 meinen etwas neueren PC bekommen. Da hatte ich auch endlich mal Windows 7 drauf. Da konnte ich dann auch endlich mal Fraps richtig benutzen und Sony Vegas. Und habe seitdem halt auch wirklich Fraps immer benutzt, weil ich finde das zum Aufnehmen ist super. Die Qualität, die da rauskommt, ist echt super. Und zum Stimmaufnehmen benutze ich Nummer 23, weil das Programm echt super ist. Es macht echt keine Probleme. Ich habe, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal irgendwelche Probleme mit Nummer 23 gehabt. Und wenn, dann, weil ich selber schuld dran bin. Ich glaube, einmal habe ich eine Datei zerstört, weil ich versucht habe, da irgendwas zu machen, bevor ich die Aufnahme beendet habe, weil ich aus Versehen nicht auf den Knopf gedrückt habe. Von daher, Nummer 23 ist echt super. Fraps ist auch genauso super, wobei es sicher auch andere Programme gibt. Ja, das war's. Ich glaube, ich habe dann irgendwann so 2012 herum dürfte hinkommen, habe ich, glaube ich, meinen nächsten PC bekommen. Das ist quasi der, den ich jetzt gerade habe. Und das ist an sich auch ein guter PC. Also damals war er relativ gut. Jetzt ist er auch noch ganz okay. So, Helium, du bist Level 13. Ich denke mal, wir sind mit dem Training jetzt fertig. Es hat jetzt nur eine halbe Stunde gedauert, die beiden mal eben 3 Level hochzubekommen. Aber jetzt können wir sie auch so halbwegs mal einsetzen. Von daher können wir jetzt endlich weitermachen. Ich hoffe, ihr seid alle aus der Pause wieder zurück. Und ich sehe gerade, wir haben wieder eine Spende bekommen. Von Meisterin der Runen. Arme Studenten müssen ja unterstützt werden. Ich kann das... Mann, es geht immer viel zu schnell weg. Jetzt muss ich auf der... Ja, dieses Programm ist gerade so ein bisschen doof. Das lässt mich die Nachricht nicht mal komplett angucken. Das packt ihr einfach wieder weg. Also, arme Studenten müssen ja unterstützt werden. Ich kenne das noch aus der Zeit. Ich weiß, es ist nicht viel, aber der Sprung vom armen Studenten zu den nicht so ganz armen zu ist auch nicht ganz so groß. Aber ich versuche dich zu unterstützen, weil deine Videos und Streams Spaß machen. Mach weiter so, Grüß, Rune. Danke, vielen Dank. Ich freue mich über alles, selbst sei es noch so klein. Es ist immerhin, ja, etwas, was ihr mir gibt. Von daher, einfach so. Gut, einige sagen so, ja, für deine ganzen Streams und deine Let's Plays, aber... Ja, trotzdem einfach danke dafür, dass ich was bekomme. Ich hoffe, ich kann euch mit meinen Streams und meinen Let's Plays auch hier... Du hast dich doch absichtlich voll in den Weg gestellt, um meine Rede hier gerade zu... Ja, genau du, guck mich nur an. Komm, willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Nee, du haust ab, okay. Ich lass dich nochmal ziehen. Also ich bin echt für alles dankbar, was da kommt. Es war quasi eigentlich mehr oder weniger so ein kleines bisschen Pause. Einfach mal während des ganzen Trainings. So, ich möchte jetzt noch einmal gerne wissen, was ist in dem wackelnden Busch drin? Das möchte ich zumindest noch sehen, bevor wir weitermachen. Für die, die sich auch gerade nebenbei fragen, was für Spenden, was meint ihr denn da, worum geht es da überhaupt? Also, kann das nochmal kurz zusammenfassen, für die, die mich unterstützen möchten, oder den Stream, oder die Let's Plays. Vielleicht möchtet ihr nicht mich unterstützen, ihr möchtet nur den Stream unterstützen, weil euch der Stream gefällt und ich euch nicht. Oder ich, ja, egal. Unter dem Stream gibt es einen Link, das riesige Bild, wo Donation Tracker draufsteht. Dort könnt ihr auch kleinste Beträge, ich wüsste, was sogar geht, was sogar auch gemacht wurde, direkt zu Anfang an einmal 50 Cent spenden. Zurzeit glaube ich sogar nur per PayPal. Ah, da haben wir doch was. Zurzeit. Ja, komm! Ein Grasbüschel! Einer! Raupi! Mann! Ja. Zurzeit kann man da, glaube ich, nur mit per PayPal spenden. Das, meine ich, soll auch weiter ausgeweitet werden. Was da passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch nur von anderen gehört, dass das mehr geht. So. Ja. Also, dort könnt ihr kleine Summen gerne spenden. Jegliche Spenden gehen den Knospi. Echt?
Jegliche Spenden gehen dem Stream und den Let's Plays zugute in Form von besserer Technik, neuen Spielen. Und aktuell sammeln wir ja auch für ein Spendenziel. Nämlich einer Wii U und einem Spiel, was von der Community erschienen wird, was dann auf jeden Fall Let's Played oder gestreamt wird. Und ich lese so teilweise Sachen. Ja, die ganzen Anfänge, damals, als es nur so 7 bis 10 deutsche Let's Player, damals gab es wirklich echt verdammt wenig Let's Player. So, macht mir jetzt eh nur wieder so ein Tutorial vom großen bösen Gras dort, von daher, das gibt's Doppelkämpfe. Hey, ist es gerade dunkler geworden, weil es 17 Uhr geworden ist. Ja, das ist echt lange, lange her. 2009, da gab es echt fast gar keine Let's Player. Und ich kann doch vielleicht ein bisschen mit Stolz behaupten, ich war einer der Ersten. Damals, als Nabend Nabend sein Ding trieb. Wer kennt noch Nabend Nabend? Oder auch Roxas. Also so hat er sich halt auch immer genannt. Na, wer kennt... Wobei, wir probieren es mit Akrobat. Helium, zeig uns, was du kannst. Steinwurf. Autsch. Autsch. Stopp. Stopp. Nö, nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö. Also, ja, der Olle Nabend Nabend. Und das Let's Play Forum, was er damals auch noch gehabt hat. Was es nicht alles noch damals gab. Ich glaube, es gibt ihn sogar immer noch. Er war wirklich einer der allerersten. Sei verflucht, Roxas. Er hat... Hendrik, du kennst ihn auch noch. Hendrik war auch sehr früh dabei. Und ich glaube, mit einer der allerersten war auch Hayes. Schande über euch, wenn ihr Hayes nicht kennt. Ja, du hast sie zerstört. Ich erinnere mich, als er... Boah, was war das? Final Fantasy 12, glaube ich, hat er anscheinend... hat er wohl mal Videos geklaut von anderen und seine eigenen wiedergegeben. Shadow Soul 1305. Oh ja, den kenne ich auch noch. Funk Royal, wer kennt den nicht? Alligator 1024 oder jetzt eher als Wellenrauch. Ui. Jetzt eher als ein Blali bekannt. Wen haben wir da noch alles? Tracks? Irgendeine Nummer bitte hier einfügen. Den kenne ich gerade. Den weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr auswendig. CK, genau. Deathmic? Da war ich auch relativ weit von Anfang an dabei. Mir fällt gerade der Name des allerersten Let's Players nicht mehr ein. Also des allerersten deutschen Let's Players. Flambert? Ich sag mal Flambert. Heißt Flambart. Was konnte das Hut und nochmal alles? Was konnte das Ding nochmal alles? Donnerblitz konnte es auf jeden Fall. Tracks 024? Sui Shomaru, natürlich. Christian war auch sehr viel dabei. Gronkh? Nein. Gronkh ist, glaube ich, erst 2010 eingestiegen. Geduld kannst du auch noch. Kann ich irgendeine Statusattacke? Nö. Das war Geduld 1. Dann wechseln wir nochmal ein bisschen zurück. Marco Korn, Tales Gaming, auch sehr früh dabei. Ja. Waldes, glaube ich, hieß der. Stimmt. So, nochmal zurück zu Flambart. Let's Play Markus. Ja, der kam auch erst relativ spät. Also, 2010 ist schon relativ spät, sage ich jetzt einfach mal. Eine Matschbombe. Ah, nein, das Ding konnte Knochen machen. Stimmt. Ganz vergessen. Waldes war der Erste. Okay. Wow. Wow, Frostbrand. Mach du das. Ich habe den Knochenmarang vergessen. Dammit. Muss der natürlich dann auch direkt einmal kritten, ne? Blackhand. Stimmt, Blackhand gab es auch, glaube ich, relativ früh. Oh, holy. Kugi. Ja, ich glaube, das kann Helium machen. Also echt. Es gab damals echt doch so. Also damals kannte man sich untereinander. Jeder Let's Player kannte jeden anderen. Weil es einfach mal nicht so viele gab. So, machen wir einen Gift-Heap. Das dürfte viel abziehen. Na, wobei. Was ist stärker? Ein effektiver Gift-Heap oder die Akrobatik? Muss ich gleich mal schauen.
Ja, Eis ist ja, hat ja keine Schwäche gegen Boden. So. Jetzt muss ich kurz mal gucken, die Stärken. Gift-Tip hat 80, plus Step sind 120. Das heißt, ein sehr effektiver Gift-Tip ist stärker als eine neutrale Akrobatik, aber eine sehr effektive Akrobatik ist das Stärkste, was ich habe. Stimmt, im Ero. Wie konnte ich den denn ganz vergessen? Ups. Ja, Ibero ist natürlich auch einer der allerersten. Und Ibero ist immer noch, also wenn ich mal so drüber nachdenke, also die Let's Player, die immer noch richtig aktiv dabei sind, als Let's Player, sind echt nicht mehr viele. Ja, ich habe auch eben, mir ist mir auch gerade nur eingefallen, weil ich ihn gerade im Chat gelesen habe, von daher... Stratos-Eis. Yay, wir haben einfach ein Eis genommen, was hier einfach mal... Na. Aufzeichnung... Ich habe Elements Mega Man auch Let's Played, ja. Hellot ist... Hellot? Nee, ich glaube, Hellot kam erst 2010. Saffe kam auch etwas später erst hinzu. Und Markus auch, falls ihr den jetzt auch noch aufnehmen möchtet. Wie sind wir auf Let's Plays gekommen? Also ich... bin durch Christian auf Let's Plays gekommen. Er hat mir damals, als ich mal bei ihm zu Besuch war, ein Video von Funk gezeigt, wie er gerade Mega Man 4 spielt. Es möge sich so mancher an die Skullman Stage aus Mega Man 4 von Funk erinnern. Rauchwolke, der macht man nur. Ja, Hellot ist Dokumentierer, er ist kein Let's Player, natürlich. Da kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Also, es möge sich vielleicht so mal... Es möge so mancher vielleicht das Mega Man 4 Let's Play von Funk geschaut haben. Es möge sich so mancher vielleicht gerade an die Skullman Stage erinnern. Mit so einem kleinen Lächeln im Hinterkopf. Paras. Ja, da können wir Helium drin lassen. Und... ja, dieses Video hat mir Christian damals gezeigt. So habe ich gerade zum ersten Mal... zum ersten Mal Let's Plays gesehen, sage ich mal. Dann hat Christian irgendwann mit den Let's Plays angefangen. Da habe ich auch seine geguckt. Ränkeschmied. Ja, das Doofe ist, du hast keine einzige spezielle Attacke, also nein. Und ja. Dann habe ich Christians Sachen geguckt. Und dann habe ich auch irgendwann einfach so angefangen und dachte mir, hey, das ist voll cool, ich kann das auch. Vietnam. Kam jetzt nicht? Ne, es kam keine Bell, okay. Was ist mit den Dokumentierern auf sich? Das kann ich auch gleich nochmal erzählen. Komm, mir nach. Es gab ja so teilweise diese Let's Player-Kriege, ne? Wo... ja, komm, da hinten sind Pokédex. Maronbeere, ja, schön. Diese Let's Player-Kriege, sag ich mal, ja. Wo es dann hieß, ja, die alten Let's Player halten sich für was Besseres und wir neuen Let's Player sind, bla und blub und dieser ganze Quatsch. Ich glaube, da hat Hellot gemeint, nö, ich bin kein Let's Player mehr, ich bin jetzt nur ein Dokumentierer. Fand ich auch sehr schön. Es ging gerade auch nur um die deutschen Let's Plays, also ich weiß nicht, wann die im Englischen angefangen haben, also Chaka Conroy kann anscheinend auch wohl auch 2008 angefangen haben, das weiß ich nicht. Ich gucke auch keine englischen Let's Plays. Aber, ja. So, irgendwo hier ist ein verstecktes Item. Ein Fokusband! Das ist das Band, das ist nicht der Gurt. Schade. Suchen wir erstmal ein paar versteckte Items. Ich weiß, dass hier und da noch ein paar sind. Nämlich, hier war früher ein Hyperball irgendwo. Hier. Da, eine Kraftwurzel. Der tolle Igel kam auch etwas später erst. Nee, ich habe ja gar keine Itembox, fällt mir gerade ein. So.